bin ja im Späßchen Graben in Düsseldorf. Das ist ein Stadtgewässer. Und hier im Bereich der Poststraße geht das Wasser unterirdisch weiter. Und ich nehme mal an, dass es dann in den Rhein fließt, weil der Rhein ist nicht mehr weit weg. Jetzt haben sich hier gestern drei Enten und eine Kanadagans drin befunden. Die Enten sehe ich jetzt nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, dass die Enten hier fliegend rauskommen. Kleine Vögel dürfte eigentlich kein Problem sein. Aber die Kanadagans ist immer noch da drin, das habe ich gerade festgestellt. Und die kommt hier alleine nicht raus. Zumal wir jetzt auch noch, Juni, Juli in dem Zeitraum, werfen die Kanadagänse immer ihre großen Schwungfedern ab und sind in dieser Zeit nicht flugfähig. Es kann sein, dass dieses Tier jetzt sowieso nicht flugfähig ist und deswegen diese 1 bis 1,20 Meter hohe Kante unter Umständen gar nicht überwinden kann. Fakt ist, die war gestern schon hier drin, die ist jetzt immer noch hier drin, die braucht definitiv Hilfe. Ich habe dann eine Überwachungskamera aufgebaut, um zu überprüfen, ob diese Steige, die hier extra für die Tiere gebaut wurde, benutzt wird. Die hat also nicht festgestellt, dass sich ein Tier, in dem Fall die Kanadagans, an dieser Stiege hier befunden hat. Diese Aluminiumrampe ist hier vor Jahren mal geschaffen worden. Initiiert hat das die Frau Olaf von der N-Hotline. Sie musste die selber bezahlen. Die hat ihren Handwerker gebaut. Ich glaube, sie hat da über 1000 Euro für zahlen müssen, weil hier wohl immer wieder auch Entenküken und sowas runtergefallen sind. Und die kamen hier problemlos noch hoch, als das Ding noch in Ordnung war. Mittlerweile ist hier aber im Seitenbereich völlig abgesackt. Und deswegen kommt da ein schwererer Vogel überhaupt nicht mehr hoch. Ich denke mal, ein Entenküken oder so wird das noch schaffen. Die Kanadagans wird hier nicht hochgehen können. Die wird abrutschen, weil das in der Mitte absackt. Das Ding hat keine Eigenstabilität. Ich frage mich, was daran über 1000 Euro wert sein soll. Ich glaube, letztes Jahr ist hier ein Schwan abgestürzt und haben da Mitarbeiter von der Stadt rausgeholt. Ich wurde dann auch dazu gerufen. Den haben die dann da hinten hingesetzt. Der muss hier locker eine Woche oder länger drin gewesen sein. Der war total unterkühlt und geschwächt und abgemagert. Als ich den mit Michael zusammen abgeholt habe, ist er aber kurze Zeit später in der Entenstation gestorben. Und ich habe selber vor 2 oder 3 Jahren hier schon mal einen Schwan rausgeholt, der auch nur durch Zufall gesehen wurde. Und der wäre alleine auch nicht mehr rausgekommen. Problem ist, wenn ich jetzt von hier aus da reinsteige, wird die nach hinten abhauen. Und das geht hier unterirdisch ziemlich weit weiter. Da hinten kann ich auch gar nicht weiter gucken, da geht es rechts um die Ecke. Und dahin verschwindet die Kanadagans dann auch. Das heißt, das hier wird ein Einsatz, da müssen wir uns irgendwo Zugang über einen Gullideckel suchen, mit mehreren Leuten runtergehen, die nach hier vorne treiben und dann gucken, ob wir die dann gepackt kriegen. Das sollte eigentlich funktionieren, ist aber natürlich auch ein Einsatz, der nicht so ganz ohne ist und wahrscheinlich 1, 2, 2,5 Stündchen ungefähr dauern wird. Außerdem muss ich mir dafür noch ein paar Leute bestellen, die mich unterstützen, weil alleine kann ich das hier auf jeden Fall nicht machen. Man hört es auch schon, ne? Ja. Naja, der ist schon locker. Okay. Ah. Okay. Pass auf, wir machen mal Folgendes. Leuchtet ihr mal eben hier runter. Ich rufe gleich mal rüber und dann leuchtet ihr mal hier runter und ich guck mal mit dem Fernglas, wie das mit der Gans ist, ja? So, jetzt macht mal bitte. Ja, alles klar, die ist nur 2, 3 Meter von euch entfernt, aber der Zustieg wäre okay. So, geht mal entgegen. Ich freue mich ja immer, wenn Leute, die uns zuschauen, uns darauf hinweisen, wenn man das eine oder andere auch mal besser machen kann. Und das ist auch hier der Fall gewesen. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass sich auch in einem unterirdischen Wasserlauf giftige Gase bilden können, aber das ist wohl so. Wenn da zum Beispiel Holz oder altes Laub verrottet, können sich da zum Beispiel Methangas bilden. Oder wenn oben drüber starker Autoverkehr ist, was jetzt hier natürlich nicht der Fall war, dann könnte zum Beispiel Kohlenmonoxid nach unten sacken, das ist ja schwerer als Luft, und sich in solchen Hohlräumen irgendwo sammeln. Das ist natürlich hochgradig lebensgefährlich. Wie gesagt, diese Gefahr bestand hier jetzt nicht. Und außerdem muss man dazu sagen, die Gans war ja auch da unten und das schon seit Tagen. Und die lebte ja noch. Also wenn dort giftige Gase gewesen wären, wäre mit großer Wahrscheinlichkeit diese Gans dort nicht mehr am Leben gewesen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass dieser Einsatzort für uns einigermaßen safe war. Trotzdem achte ich natürlich darauf, dass wir so sicher wie möglich Einsätze machen. Und wenn da solche Hinweise kommen, dann reagiere ich da auch drauf. Und deswegen habe ich ein solches
Gasmessgerät angeschafft, inklusive einer 5-Meter-Sonde. Das heißt, ich kann beim nächsten Mal auch aus bis zu 5 Meter Entfernung eine Gasmessung veranlassen, bevor man dort also runtersteigt, vorher schon von oben messen. Zusätzlich haben wir 2 solche Fluchtgeräte angeschafft. Die ermöglichen es, bis zu 30 Minuten lang zu atmen, wenn man tatsächlich mal in einen lebensgefährlichen Bereich kommen sollte. Ich gehe davon aus, dass wir die Fluchtgeräte wahrscheinlich niemals oder hoffentlich niemals nutzen müssen. Aber es ist auf jeden Fall immer gut, sie dabei zu haben. Und das Gasmessgerät wird auf jeden Fall in Zukunft bei solchen Einsätzen gute Dienste leisten. Deswegen also danke für den Hinweis. Wie schmeiße ich euch das runter? Einfach so runter, so weit wie möglich runterlassen. Ja, genau, guck erstmal, wo die Gans ist. So, so, so zieh ich. Da ist es halt rum. Siehst du die nicht? Da bleibt der eng. Der sucht nach der Gans. Ich sehe keine Gans. Ich gehe mal ganz runter. Geh mal ganz runter, ja. Natürlich sein, dass die um die Kurve ist, ne? Ja, warte, dann komme ich mit runter, dann suchen wir die erstmal, ja? Seil ist frei. Okay, ich komme runter. Wer möchte? Ja, ja. So, das ist der Valentin, hier Corona-Gruß. Der Valentin hat nämlich letzte Mal, als ich an der Königsallee war und 2 Entenküken die retten konnte, weil ich sie nicht gefunden habe, hat der Valentin die gefunden. Damit hat er sie gerettet. Deswegen widmen wir dieses Video dem Valentin. Stefan! Ja? Die Gans ist ganz da hinten. Hinter dir? Hinter uns? Ich habe sie gesehen, die ist da. Ah, super, alles klar. Und sie? In der Richtung. Breit ist das so. Was? Breit. Breit genug. Gerade so, dass ich noch durchpasse. Also 2 Brötchen mehr heute Morgen, wäre es das gewesen. Sehr schön. Gut, wir gehen mal los, ne? Ach, die ist ja ganz am Anfang schon, siehst du? Daran merkst du, wie scheu die ist. So, egal was kommt, nicht durchlassen, ne? Ja. Ah ja, jetzt sehe ich es auch, ja. So, wir sind jetzt fast bei der Gans, die ist vorne am Wasserfall. Ich gehe jetzt mal, also ich kann jetzt auf Funk nicht antworten, ja? Okay. Lasst ihr mich vorgehen und ihr beiden sichert nach hinten ab? Ja. Hier wird's tiefer, ne? Ich hab's. Gut, alles klar, ich hab's. Gut. Lass mal die Socke. Okay, dann gehe ich jetzt hier hoch und dann gibst du sie mir durch. Pass auf, das ist eine Gans, ne? Ja. Die neigen dazu, plötzlich zu explodieren. Also sei darauf gefasst, dass sie immer abhauen könnte und dass sie plötzlich richtig viel Kraft aufwendet. Okay, ich mach den Abblick.
nehmen. Samstag haben wir die Gans unter dem Wasserfall aus ihrem unterirdischen Kerker geholt. Jetzt heute ist Donnerstag, konnte die wieder freigelassen werden. Ja, ansonsten, der geht soweit ganz gut. Hat ein bisschen zugelegt, die war ja etwas abgemagert. Und falls sie einen Partner hat, ist sie jetzt natürlich auch hier auf dem alten Gewässer wieder ausgesetzt worden. Und ich sag mal, wenn ein Partner irgendwo hier sein sollte, wird er hier auch auf dem Gewässer sein. Dann hoffen wir mal, dass sie sich wiederfinden. So, ich habe jetzt eben die Gans freigelassen. Jetzt überprüfe ich hier nochmal den Tunnel. Wir haben hier solche Gitter. Die könnte man hier oben lösen, nach unten stellen. Und dann können hier, ich sag mal, zumindest größere Vögel nicht mehr runterfallen. Und dazu werden wir jetzt mal versuchen, die Stadt anzuhalten. So, ich habe mich kürzlich mit der Stadt getroffen. Und da haben wir hier drüber geredet. Und jetzt habe ich mit der Stadt abgesprochen, dass ich die Gitter selber runter machen kann. Das mache ich jetzt. Im Prinzip relativ einfach möglich. Da oben ist ein Schräubchen, das löse ich gleich. Und dann kann ich das Gitter einfach nach unten setzen. Sind insgesamt 3 Gitter. Sollte eigentlich kein Problem sein. Hier in dem Gewässer sind auch immer mal wieder Schwanküken verschwunden. Da wissen wir es nicht. Die können unter Umständen auch hier runtergefallen sein. Und irgendwann werden die einfach weggespült. Und ich hoffe, dass das jetzt in Zukunft eben nicht mehr passieren kann.